Ich glaube, man hört schon Geräusche vom Karneval. Fasnet oder Fasching, was sagt man jetzt dazu? Ist mir völlig egal. Aber hier der internationale Frühschoppen oder Presseclub, je nachdem, wo er gezeigt wird, da war auch nichts Neues zu hören. Da ging es natürlich um den Ukraine-Russland-Konflikt oder umgekehrt Russland-Ukraine, wie auch schon immer man das sagt. Was mir dabei aber auffällt, man redet auf hohem Niveau und die Menschen, die nicht viel Vermögen oder Einkommen haben, die kommen da gar nicht drin vor. In den Weltbildern von den Menschen, die da diskutieren. Also das fällt mir immer wieder auf. Und deswegen ist auch der Abstand zur Politik so groß. Der wird immer größer und weltweit eigentlich. Da stimmt irgendwas nicht, weil die Gerechtigkeit auf der Strecke bleibt. Und das merkt man gerade bei solchen Themen. Und man muss sich persönlich vielleicht zusammenreißen, da noch überhaupt mitmachen zu wollen in so einem Denken.